Am 10. November lädt BM Event und der Allround Sport e.V. zu einem in Rostock wohl noch nie dagewesenen sportlichen Highlight. In der Stadthalle wird dann der erste German King Cup seiner Art ausgetragen. Zur Vorstellung dieses Events luden am Dienstag die Veranstalter zur Pressekonferenz ins Hotel Courtyard bei Marriott. Hier präsentierten sich auch die zahlreichen Sportler, die an diesem Abend aktiv sein werden. Die Fahne für die Hansestadt hält am 10. November René Litschko nach oben. Das wird Deutschlands größte Kampfsportveranstaltung in diesem Jahr. Und wir werden alles dafür geben, dass wir eine volle Hütte haben, dass wir ein super Programm haben, sodass die Fans auch wirklich Kampfsport vom Feinsten geboten wird. Highlight ist natürlich das 8-Mann-Turnier mit René Litschko. Es wird die Creme de la Creme aus ganz Deutschland zusammenkommen und den Besten der Besten ermitteln. Das heißt, wir werden ein verbandsoffenes Turnier machen, werden von jedem die Champions hier nach Rostock holen und wirklich in der Gewichtsklasse bis 80 Kilo den Sieger ermitteln. Etwa 4 Wochen vor dem German King Cup wird dann auch hundertprozentig feststehen, welche Kämpfer sich gegenüberstehen werden. Was den Austragungsort anbelangt, konnte man noch einen weiteren Schritt nach oben machen. Von der Scandlines Arena fand jetzt der Wechsel zur Stadthalle statt. Ja, wir haben bisher viel in der Scandlines Arena gemacht. Bei diesem Programm wird es von den Zahlen her, von den Zuschauerzahlen nicht ausreichen. Die Stadthalle ist super für unseren Kampfsport, sodass wir gesagt haben, der Zeitpunkt ist reif, wir gehen in die Stadthalle. Dem Sieger des 8-Mann-Turniers winken am Ende des Events der erste German King Cup Pokal sowie ein Preisgeld in Höhe von $5.000 und die Chance auf einen internationalen Kampf.